Hat sich gerade der Stift bewegt? Bin ich wohl mit dem Nippel dran gestoßen, was? All andere Gestrichungspunkte können Sie manuell speichern, werden. Okay. Aber wo ist hier. Wo sind hier meine Klamotten? Subkut hatte Impfstoffe, Schrott. Also nehmen wir mal E und R mit. Da drin. Komponente B haben wir ja schon. Connor. Nein. Ah, hier kann man Spiel speichern. Mal drücken. Mal machen. Speichern der Daten. Was überspeichern? Ja, machen wir mal. Ja. Oben rechts wird angezeigt, wird gespeichert. Okay. Eine nette Art mit dem Telefon. Der spielt fast in Resident Evil mit der Schreibmaschine. Hat er auch so einen Wecker wie ich. Oh, Mist November 2137. Naja. Was? Ladungspack, Schrott und Bindemittel. Dann nehmen wir mal das Ladungspack mit. Genau. Ups. Da wollte ich nicht hin. Spiel fortsetzen, bitte. Verlassen. Q. So. Ah ja. Q-Roster. Ah ja, okay. Teiler. Ah, da blinkt was. Anziehen. Cool. Mal gucken, was sie für Klamotten hat. Toll, man sieht nichts. Wie ist das alles? Ziel abgeschlossen. Ziehen Sie sich an. Yeah. Naja, toll. Da kannst du auch keinen Löffel dafür gewinnen. Oh. Ups, was kaputt gemacht. Okay, wir gehen mal auf Benutzen. Ich habe doch gerade Benutzen gedrückt. Hä? Kapiere ich nicht. Da passiert nichts. Kann man nichts machen. Okay, lassen wir mal so. So, dann laufen wir mal weiter. Vorsicht, Rutschgefahr. Nasser Flur. Flöpp. Komm, das Ding kann man auch benutzen, oder? Ach, Menno. Das wär's der Hammer. Warte mal. Ah doch, das müsste man. Ich denke mir doch, was man das auch zumachen kann, wenn man am Pinkeln ist. Das sieht ein bisschen komisch aus. Na, wir gehen da mal rein, gucken, was passiert. Ist das die Dusche? Das ist die Dusche! Ist ja süß. So, ich bin nass genug. So, oh, war das Wasser kalt. Oh, so gut, okay. So, mal hüpfen. Ne, hüpfen geht nicht. Okay, so, dann angezogen sind wir, ja. Was? Ah, das ist das hier. Wo so komisch fiebt. Okay. Wir laufen mal hier raus. Hä, was war denn das? Also, die haben sich echt Mühe gegeben hier. Mit dem cool. Achtung. Okay, da komme ich nicht durch. Wir laufen mal nach da hinten vielleicht. Also hier sind wir hergekommen. Radio. Zeitschrift. Um Schiff oder irgendwas. Da ist nix, da ist auch nix. Ein Hubwagen, ne? Ja. Ich sage euch mal eins, ja? Wir sind hier in 2100 irgendwas. Und sie haben immer noch lächerliche Hubwagen. Also Leute, ja, da hätte ein Hover-Hubwagen hin sollen. Naja, egal. Okay, hier ist einer am Reparieren. Und derjenige braucht wohl ein Handbuch.
Na klasse, auf welchem Schiff bin ich denn gelandet? Scheiße. Ah, und man überbrückt einfach mal irgendwas wahrscheinlich. Ne? Naja, okay. Das sind wahrscheinlich so richtige Pfeifen hier auf dem Schiff. Ich habe einen Augentinnitus, ich sehe nur Pfeifen. So. Ah, eine Tanzstange haben sie ja auch. Wieder ein Nicht-Hover-Hubwagen. Ah, da geht's hoch. Oder auch nicht. Ne, man kann da wohl nicht hoch. So, ich glaube, dann sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen. Kann man hier auch rennen? Aha. Da ist einer drin. Okay. Dann laufen wir jetzt mal hier lang nochmal. Nach links sind wir ja gerade abgebogen gewesen. Kann man hier durch? Okay. Wir gehen erstmal nochmal in das Labor rein. Ich will mal gucken, was der alles so kann und tut. Sehr interessant hier. So, guten Morgen, ich bin der, die das Neue. Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Venostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. Also sehr interessant hier. Bin gespannt, was es hier so alles gibt. So, dann laufen wir mal zu der Schnecke auf der anderen Seite. Aber warum kann ich hier nicht rennen? Naja, okay. Da müssen wir halt gemütlich laufen, ne? Ist ja im Weltall eigentlich nicht so schwer. So, da ist die Olle, die gleich kotzt wahrscheinlich. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sebastopol. Jetzt sind wir dran. Auf die Brücke geht's da lang? Okay, aber ich wollte jetzt eigentlich mir noch einen Kaffee schnell ziehen. Cornflakes? Brandflakes? Nein. Krieg ich jetzt hier einen Kaffee irgendwo? Heinz Ketchup wahrscheinlich, oder? War ja klar. Also das ist ja eindeutig Heinz Ketchup, ne? Naja, die Amis sind halt überall. So, gut, wir laufen da mal rein. Es gibt jetzt hier gleich einen Anschiss. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Connor, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen.
sammeln Sie Ihre Dokumente ein. Na, das ist toll. Und wo? Was ist das?